Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Heute noch am Start, ein bisschen verspätet, Freunde, ja. Ein bisschen verspätet, es tut mir leid, aber wir geben uns jetzt natürlich noch 1000 Meilen von Rapido, Freunde, ja. Produziert ist das Ganze bei MP Beats. Sagt mir, glaube ich, sogar gar nichts, Freunde. Ich werde euch auf jeden Fall wieder den Link hier zu der CD reinhauen, denn, Freunde, ihr wisst, Messias 2 kommt schon in nicht mal mehr einem Monat, Digga, 2 Wochen. Rechnen, 3 Wochen, 4 Wochen, 3 Wochen, glaube ich. Ich meine, Mathe ist nicht so gut, Freunde, ja. Rapido 1000 Meilen, ich bin sehr gespannt. Sein Comeback-Track, sage ich mal. Fand ich ganz gut. Reaction dazu ist noch online, Freunde, könnt ihr euch gerne ansehen, ja. Und jetzt bin ich gespannt auf 1000 Meilen. Das letzte Musikvideo war natürlich anders krass. Es war anders krass, es wird schwer damit zu halten. Aber wir brauchen auch nicht immer so ein fancy Musikvideo. Es würde mir reichen, wenn er die Qualität in der Musik beibehält, weil ich finde das Comeback echt stark. Ich freue mich auf mehr, bin gespannt aufs Album, Freunde. Ich werde auch wahrscheinlich eine Album-Reaction machen, eine komplette zu Messias 2. Und jetzt schauen wir erstmal rein, Leute. Link zum Original in der Beschreibung. Lasst Support da. Let's go. Gefühlvoller Track. Da bin ich am Start, Jungs. Und Mädels. 15 Jahre Rap, ich weiß, der Weg ist bestimmt, gibt dem Leben einen Sinn. Doch es gibt Zeiten, da segelst du einfach gegen den Wind. Wenn der Glaube bricht und all das ganze Beten nichts bringt, doch die Läuterung setzt ein, wenn es zu regnen beginnt. Lass keine Zeit verstreichen, ich muss einen Satz zeigen, will ich die Eins erreichen. Denn das Leben ändert sich nun mal in keiner Weise, wenn du dich hinter den anderen versteckst und deine Leiden nicht in deinem Selbst suchst. Ich muss meinen... Ungewöhnlicher Beat irgendwie, ungewöhnlicher Beat. Ich dachte erst, es wird ein ganz ruhiger Track, ungewöhnlich für Rapido, vom Tempo her viel langsamer, dachte ich. Aber gut, wir schauen weiter. Sich nun mal in keiner Weise, wenn du dich hinter den anderen versteckst und deine Leiden nicht in deinem Selbst suchst. Ich muss meinen Geist befreien. Viel zu viele Steine auf der weiten Reise, aber räum ich sie beiseite, dann ergeben sie das Fundament für etwas Großes, das mir dieses Leid erleichtert. Jeder Satz ist ein Sieg, gib mir nur ein Blatt und ich mach das zu Musik. Und ich schreibe mir die Lasten von der Seele, jeder Track ist für mich mehr als nur paar Zeilen auf einem passenden Beat. 15 Jahre Rap, 15 Jahre Track, niemals daran denke, damit abzuschließen. Denn im Endeffekt hab ich damit die Möglichkeit gefunden, durch die Reime, die ich schreibe, meinen Hass zu lieben. Starke Aussage, Mann. Er hat angefangen, seinen Hass zu lieben durch die Musik. Boah. Übrigens, ist das hier... Wurde da Darth Maul Apprentice gedreht? Wurde da Darth Maul Apprentice gedreht, Freunde? Ganz kurz, für alle, die es nicht juckt, können jetzt gerne eine Minute vorskippen. Ich werde jetzt aber hier nicht rauscutten, Alter. Darth Maul Apprentice. Wurde das hier gedreht, Freunde? Weiß das jemand? Eine Sekunde. Ist doch dieselbe Stelle, oder nicht? Ist das dieselbe Stelle? Sieht ein bisschen so aus, oder? Könnte dasselbe sein. Ich glaube, es ist sogar dasselbe. Never mind. Meinen Hass zu lieben, meinen Hass zu lieben. Wenn dich die Worte zu fallen, ja, dann steh auf und kämpf. Oh. Der Morgen ist nicht weit. Ein neuer Tag, ein neues Spiel. So viel verloren gegangene Zeit. Digga, er sieht aus einfach wie fucking Nathan Drake, Mann. Boah. Oder Indiana Jones, Mann. Zum Scheitern bestimmt bist, dann überschreite das Limit. 15 Jahre Rap, ich weiß, das Ziel ist bestimmt. Ich verliebte mich blind, denn man gab mir diese Stimme aus einem tieferen Sinn. Gott ist groß und hilft dir, wenn dein erster Spielzug beginnt. Es gibt nichts zu verlieren, aber viel zu gewinnen. Deine Träume, sie erfüllen sich, wenn du merkst, dass du ein... Ey, schön, Mann, schön. Ich bin aktuell sowieso auf so einer Phase, wo ich so... emotionale, persönliche Tracks viel, viel mehr appreciate als einfach nur dumpfes Gelaber, weil wir davon in letzter Zeit mehr als genug hatten. Deswegen ist das mal wieder balsam, auch wieder sowas von Rapido zu hören. Ich finde hier die Kombination aus etwas langsamerem Rap, Double Time, aber auch so ein bisschen in der Hook gerade, Gesang einfach. Einfach Gesang, finde ich echt schön. Finde ich schön. Kann er gut kombinieren. Er hat auch eine wirklich gute Gesangsstimme. Zu verlieren, aber viel zu gewinnen. Deine Träume, sie erfüllen sich, wenn du merkst, dass du eigentlich viel mehr als der Wert deiner Hülle bist. Und in wirklich schweren Zeiten brauchst du deine Freunde, denn sie geben dir auf jeden Fall den nötigen Rückenwind. Alleine zu gehen ist schwer, das hab ich im Leben gelernt. Aber ich passe auf vor den Menschen mit fehlendem Herz. Viel zu viele von denen sind nur am Hype interessiert. Und ich weiß, mit der Zeit werden sie scheiße zu dir. Bin in einem kleinen Kreis, wo ich weiß, alle bleiben gleich. Auch wenn's heißt, dieser Weg nicht leicht, bleiben sie real. Es ist 2019, hat sich nichts geändert. Nur die Sicht auf die Dinge, die für mich einen Wert hat. Ich hab nie an mir gezweifelt, deshalb steh ich...
Boah, echt Real Talk, sehr schön, schöne persönliche Texte hier. Gefällt mir. Nicht nun wert hat, ich hab nie an ihr gezweifelt, deshalb steh ich noch. Er zu dem AK keinen Redestopp. Hater wollen nicht verstehen, aber sehen es doch. Ich bin fresh als die Luft, wenn draußen Regen tropft. Kein Berg zu hoch, kein Weg zu weit. Ich punch durch die Stratosphäre in Richtung Unendlichkeit. Denn ich greif nur noch nach den Sternen. Boah. Ich bin mir sicher, dass es hier kein Limit gibt. Wichtig ist nur, glaube mehr an dich als an das Hindernis. Wenn durch die Worte zu fallen, ja dann steh auf und kämpf. Der Morgen ist nicht weit. Erinnert mich so ein bisschen sogar ein bisschen an die älteren Sachen von Xavier Naidoo so ein bisschen, wisst ihr? Ein kleines bisschen irgendwie, komm da so ein bisschen, weiß nicht, irgendwie. Steh auf und kämpf, der Morgen ist nicht weit. Ein neuer Tag, ein neues Spiel, so viel verloren gegangene Zeit. Real Talk. Tausende Meilen der Weg, doch von außen nicht einfach zu sehen. Sagen sie, dass du zum Scheitern bestimmt bist, dann überschreite das Limit. Ich hab seine Stimme vermisst. Ich hab seine Stimme Real Talk vermisst, Freunde. Deswegen freue ich mich wirklich aufs Album. Auf jeden Fall von. Lass auch da nochmal ein Abo da. Jeder, der jetzt das Video hier gesehen hat und noch nicht bei Rapido abonniert hat, lass nochmal ein Abo da. Macht mal die 19.000 zumindest voll, ja? Digga, fett geworden. Okay, Freunde, kleines, großes Mini-Fazit. Wie gesagt, ich mag diese persönlicheren Sachen in letzter Zeit sowieso viel, viel lieber. Und das hat Rapido hier wirklich sehr gut gemacht. Er hat seine Geschichte der letzten paar Monate erzählt, beziehungsweise sich einfach nochmal geöffnet. Ich glaube, der Song war auch für ihn persönlich einfach wichtig. Weil er ja auch meinte, er hat geschafft, sein Schmerz irgendwie wertzuschätzen und so dieses aus Scheiße Gold-Prinzip machen, so ein bisschen, ja, ihr wisst, was ich meine. Deswegen sehr, sehr cooler Track. Ich fand hier gerade in der Hook die Gesangspassagen wirklich schön. Schön gedoubbelt, ein bisschen anders, aber ich fand es irgendwie einen schönen Ansatz, mal ein bisschen mehr auf so einen Gesang zu gehen. Weniger auf nur Geflexe, nur Double Time, was er auch gut kann, keine Frage. Aber das war mal eine andere Richtung, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Deswegen freue ich mich wirklich aufs Album, weil es bis jetzt so aussieht, dass es vielseitig wird, dass wir einen neuen Rapido sehen, einen Rapido, der sich entwickelt hat, der viel zu erzählen hat. Deswegen denke ich, wird das auf jeden Fall kein Fehlkauf sein. Link in der Beschreibung, wie gesagt. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Lasst, wie gesagt, gerne einen Daumen nach oben da, schreibt mir eure Meinung rein zum Track und dann sehen wir uns. Habt noch einen wunderbaren Tag, bleibt fresh, so wie immer und ciao.